Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich möchte euch heute ein paar Pflanzen vorstellen, die mit zu meinen Lieblingspflanzen im Sommer gehören. Und das sind als allererstes die wunderschön blühenden afrikanischen Schmucklilien. Ich habe hier ein Sortiment von 3 Kübeln. Das sind aber mit Sicherheit auch nicht die gleichen Pflanzen, weil die unterschiedliche Blätter haben und auch der Blütenstand andersfarbig ist. Auf die Details will ich aber nicht eingehen, ehrlich gesagt weiß ich das nicht genau. Agapanthus praecox oder Africanus, das sind auf jeden Fall, die kommen aus Afrika, sind hier nicht winterhart, die müssen überwintert werden. Sie gehören zur Familie der Schmuckliliengewächse und sie bilden 50 bis 1 Meter lange Blütenstiele aus. Und am Ende dieser Blütenstiele gibt es wunderschöne blaue Blüten, die lange anhalten und blühen und eine insektenfreundliche Weide darstellen. Hier sehen wir jetzt diese wunderschön dunkelblauen, knospigen Schmucklilien. Die haben auch ein viel kräftigeres Blatt. Diese Pflanzen sind aber auch schon viel, viel älter. Auf jeden Fall sind Bienen und Hummeln, tummeln sich hier an diesen Pflanzen und es ist einfach so ein wunderschöner Blauton. Also ich bin völlig begeistert von diesen Pflanzen. Ich habe sie mal versucht zu teilen. Sie gehören auch, es sind ausdauernde, krautige Pflanzen, aber die sind wie gesagt nicht winterhart hier. Die müssen also frostfrei überwintert werden. Ich stelle sie einfach bei Licht ins Haus, in die Werkstatt und die Blätter, eigentlich sind sie immer grün, aber die mickern dann zurück, die werden dann irgendwann gelb und im Frühjahr, wenn ich sie rausstelle, nehme ich da einfach so eine Handvoll von diesen gelben Blättern weg und von unten kommen aus diesen Knollen oder was auch immer, kommen dann diese neuen frischen Blätter und dann stelle ich sie irgendwann raus und dann schieben die diese Blütenstiele. Und dieses Jahr habe ich hier in den 3 Kübeln, das sind zusammengenommen, sind das fast 80 Blütenstiele. So, eine weitere Pflanze ist hier die Echinacea. Das ist der, ja, das ist die Echinacea purpurea. Das ist der Purpursonnenhut, eigentlich ein Scheinsonnenhut. Und oder auch genannt Igelköpfe oder Kopf, gehört zur Familie der Korbblütler, also sprich ist eine Aster, Familie der Asteraceae. Und diese Echinacea, die haben wir gepflanzt und die hat sich ausgesät und die kam aus den Fugen raus und wird 1,60 Meter, 70 hoch. Und es ist wirklich ein insektenfreundliches, wunderschönes Gewächs. Diese Blüten, man sieht es hier schön, die Hummeln, die sitzen da drauf, die Schmetterlinge sitzen drauf, die Bienen sitzen drauf. Alle genießen diese wunderschönen Blüten. Das ist eine winterharte Staude und wenn man sie stehen lässt, sie sieht sich sehr, sehr gerne aus. So, und jetzt haben wir hier die Hortensien, meine Lieblingshortensie, die Schafskopfhortensie. Das ist die Hydrangea paniculata, Limelight. Die gehört zur Familie der Rispenhortensien. Und das Schöne dabei ist, die werden eben recht groß, sind sehr widerstandsfähig und das Anfangsstadium der Blüten ist eben so ein Gelb-Grün und geht dann über in ein Schneeweiß und später, wenn diese Dolden dann verblühen, dann gehen die in so eine Pinkfarbe über. Das ist eigentlich, ja, das ist eine wunderschöne Geschichte und die kommen auch mit Sonne klar hier. Das ist also wirklich... Hortensien stehen ja eigentlich gerne im Schatten, weil die unheimlich viel Wasser brauchen. Aber diese Limelight, die hält es auch sehr gut aus in der Sonne und wird bis zu 2 Meter hoch. Ist natürlich winterhart und ich möchte diese Pflanzen nicht missen.
Da ist eine Bauernhortensie, ist da echt ein Gegen, ehrlich. Ich liebe diese Schafskopfhortensien. Und dann gibt es da auch noch eine andere weißblühende Hortensie, das ist die Hydrangea arborescens Annabelle. Das ist die sogenannte Ballhortensie. Und guckt euch mal diese Blüten an. Also wir haben die hier schon fast 20 Jahre hier auf der Nordseite unseres Hauses stehen und die hat wirklich, die hat zum Teil hat die Blüten Dolden, die sind wirklich fast 30 Zentimeter im Durchmesser. Und das ist einfach eine Wonne. Auch hier dieser gelbgrüne Austrieb, beziehungsweise das Anfangsstadium der Blüte. Und das geht dann wirklich ins Schneeweiß über. Wenn so ein Sommer mal ziemlich verregnet ist, dann ist das natürlich echt ein Problem, so wie dieses Jahr. Dann also diese Dolden, die ziehen das Wasser und das ist so ein Gewicht und dann werden diese Blütenbälle, die werden dann nach unten gezogen. Aber es ist einfach eine wunderschöne, robuste Ballhortensie, die auch bis zu 1,5 Meter hoch wird. Und ja, sie gehört mit zu den Waldhortensien. Sie steht doch lieber im Schatten. Also, ich bin völlig begeistert davon. Wenn ihr mehr darüber hören wollt, bleibt dran. Bis dahin, ciao.